Verkennende Anerkennung ist das Thema und in den Vorbesprechungen zu dieser Vorlesung wurde ich gebeten, also das, was ich sozusagen an eigenem Vorschlag mitbringen würde oder vorzustellen habe, einzubetten in eine kurze Vermessung sozusagen des Feldes, in dem sich das bewegt, oder sagen wir etwas weniger emphatisch, einer kurzen Kontextualisierung. Das ist dem gleich vorgeschaltet. Anerkennen ist Umgang mit Differenz. Diese Erfahrung liegt allem Thematisieren von Anerkennung zugrunde. Gäbe es nicht Differenz, so wäre eben nichts anzuerkennen. Erst auf der Basis einer Differenzerfahrung ergibt sich überhaupt eine Notwendigkeit, Anerkennung einzufordern, sie zu leisten, einzuklagen oder in einem Anerkennungsmedium sich mit anderen verständlich zu machen. Die Andersheit des anderen, so könnte man eben sagen, liegt allem Anerkennen voraus. In der mittlerweile sehr ausdifferenziert gewordenen Landschaft derer, die sich um eine Theoretisierung des Topos der Anerkennung bemühen, ist diese Gemeinsamkeit unbestritten. Aber ist damit noch nicht viel gewonnen, weil sozusagen jenseits dieses gemeinsamen Ausgangspunktes die Weisen, wie man es dann eben theoretisch formuliert, was Anerkennung ist, sehr schnell auseinandergehen. Mit einer neuerdings in der Philosophie zumindest modisch gewordenen Terminologie könnte man sagen, es hängt jeweils davon ab, was für einen Typus Sozialontologie man vertritt. Also Ontologie als die philosophische Lehre vom Sein wäre die Grundlegungsdisziplin, die Grundlagendisziplin dafür, in der verhandelt wird, wie wir überhaupt Sozialität, also das Gemeinsamsein mit anderen, konzipieren, wie wir uns das überhaupt ganz grundsätzlich vorstellen. Und dann würde eben die jeweilige Sozialontologie darüber entscheiden, wie man das Verhältnis von selbst und anderem konzipiert, und das hat jeweils für die Struktur von Anerkennung weitreichende Konsequenzen. Setzt man, ein Beispiel, das Subjekt als den Aktivitäts- und Reflexionspol, oder wird er alteritätstheoretisch in den anderen verlegt? Oder fasst man schließlich selbst und andere als emergente Funktionen einer sozialen Praxis, die sozusagen dann nicht vorab bei dem einen oder anderen Pol festlegen, sondern die aus einer gemeinsamen Praxis erst entstehen? Je nachdem, ob die Sozialontologie, wie man eben schematisierend sagen könnte, subjekttheoretisch, alteritätsphilosophisch oder performanzorientiert vorgeht, werden die Bilder, die wir uns von Anerkennungsprozessen machen, sich sehr weitgehend unterscheiden. Und zwar sowohl hinsichtlich dessen, was beschrieben werden soll, welche Rolle die Normativität spielt und schließlich, was man sich im Hinblick auf gesellschaftliche Konflikte von solchen Anerkennungsprozessen überhaupt verspricht. Diese Frage kann ich natürlich hier, weil sie sagen, tief in die sozialontologischen Voraussetzungen reinreicht, nicht erschöpfend behandeln. Ich werde mich vielmehr für eine Deutungsoption entscheiden, und das ist eben die der Alteritätstheorie, und werde dann prüfen, welche Konsequenzen sich dann für die Anlage des Anerkennungsbegriffs daraus ergeben. Unter diesem Stichwort der Alteritätstheorie will ich im Folgenden ein Ensemble verschiedener Theorieansätze verstehen, deren Gemeinsamkeit in dem Primat, dem Terminus Primat, hier schon gemeint sein soll oder gleich bemerkt sein soll, dass damit nicht eine normale Vorgängigkeit, sondern ein logischer Vorzug, ein logischer Vorrang gemeint sein soll. Und das impliziert eben keineswegs, dass es irgendwie faktisch unmöglich sei, seine Reziprozität zu erzielen, sondern vielmehr nur, dass man die Konzeption beim anderen beginnen lässt. Eine methodische Vorbemerkung würde jetzt noch darin bestehen, dass man hinzufügt, dass es die Alteritätstheorie, also kursiv gesetzt, natürlich nicht gibt. Wie das genauso gut wie für andere Disziplinen und methodischen Zusammenhänge gilt, wie es auch die Praxistheorie und die Subjekttheorie nicht gibt, sondern das sind immer in sich differenzierte theoretische Felder mit einer langen Theoriegeschichte, die ihre Brüche hat und so weiter. Gemeint ist, wenn ich diesen Begriff verwende, jeweils ein Feld von theoretisch gemeinsamen Versuchen oder verwandten Versuchen,
deren Gemeinsamkeiten sich unter einen Begriff subsumieren lassen. Alteritätstheoretisch nenne ich vorliegend Ansätze, beispielsweise, um einige Namen zu nennen, von Immanuel Levinas, Jacques Derrida, Bernhard Waldenfels, dessen Name schon fiel, Simon Critchley und andere. Betrachtet man Anerkennungsprozesse eben alteritätstheoretisch, verändert sich deren Struktur. Es wird dann auffallen, dass in ihnen die Konflikthaftigkeit betont wird und die Versöhnbarkeit von sozialen Interaktionen weitgehend abhanden kommt. Inwiefern eine solche, wie ich sie nennen würde, unversöhnte Anerkennung sich von gängigen Konzeptionen entscheidet, lässt sich dann am Bild der Sozialität ablesen, das daraus resultiert, das sich daraus ergibt. Ich werde diese Überlegungen in 5 Schritten entfalten. Erstens, das war der falsche Pfeil. Erstens werde ich kurz einen Kontext liefern verschiedener konkurrierender Theorien der Anerkennung. Ich werde dann in einem zweiten Schritt erläutern, was ich eben unter Alterität verstehen will und wie das auf das Verhältnis der Intersubjektivität wirkt. Ich werde dann drittens unter diesem Stichwort der Elementarstruktur der Anerkennung versuchen zu erläutern, welche Konsequenzen das für unser Verständnis von Anerkennungsprozessen hat. Komme dann in einem vierten Punkt unter dem Stichwort des Risikos zu sozialphilosophischen Konsequenzen aus diesem Anerkennungsmodell und komme dann abschließend auf Auswirkungen und Perspektiven für eine Thematisierung des sozialen Bandes als gesellschaftlicher Verbindlichkeit, die aus diesem Anerkennungsmodell resultieren. Kommen wir also zum ersten Teil, der eben jetzt einen kurzen Überblick darüber geben soll, in welchem Kontext sich Anerkennungstheorien bewegen. Ich sagte schon eingehend, das Feld ist sehr weit geworden und ausdifferenziert. Von Anerkennung reden wir nicht nur im Hinblick auf politische Kämpfe, sondern in den Wissenschaften eben auch, sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in den Erziehungswissenschaften, der Pädagogik. In der Theologie gibt es sozusagen Anerkennungsdiskurse und so weiter und so fort. Ich beschränke mich jetzt hier eben auf philosophische Grundlegungsdiskurse und würde da 3 unterscheiden, die jeweils auch mit einem Namen, nämlich einem Autor oder einer Autorin, verbunden sind. Und das erste wäre die Theorie, die man eine Theorie der interkulturellen Anerkennung nennen kann. Vertreter dessen wäre Charles Taylor, ein kanadischer Philosoph. Und dessen Theorie ausgeht von einer Kritik dessen, was er das punktförmige Selbst nennt. Das ist sozusagen eine terminologische Zusammenfassung sozialphilosophischer Überzeugungen der abendländischen Philosophiegeschichte, die nämlich tendenziell das Selbst, also er scheut da zunächst mal den Begriff des Subjekts, die also das Selbst als ein Atom versteht. Das letzte Element sozusagen von Vergesellschaftungsprozessen ist immer zurechenbar auf ein Individuum, das sich seiner Freiheit selbst gewiss Zwecke setzt, die es dann versucht, durch seine Handlungen in der Welt zu erreichen und zu verwirklichen. Punktförmiges Selbst nennt er das deswegen, weil so etwas wie soziale Bindungen, soziale Überlieferungen, Institutionen etc., was alles dazugehört, in der sozialwissenschaftlichen Betrachtung ganz ausgeblendet bleibt. Ja? In den Fokus gerät eben nur sozusagen der Kern des Ganzen. Erste Überzeugung, und da ist er natürlich nicht der Einzige, und er hat da auch vollkommen recht mit, erste Überzeugung, dass man mit einer solchen Auffassung des punktförmigen Selbst, wie Sie das beispielsweise bei Kant etwa vorfinden würden, sozialphilosophisch nicht weit kommt, weil sozusagen die Konstitution dessen, was eigentlich zur Sozialität immer mit dazugehört, erst von außen hinzu konstruiert werden muss, weil es das Selbst selbst
also dieses Punktförmige, darauf überhaupt nicht angewiesen ist, um erklärt werden zu können. Das heißt, man kommt eigentlich von einem solchen Individualismus überhaupt nicht zur Sozialität. Deswegen müsse man betonen, dass alle Subjekte von vornherein eingebettet sind in Kulturen, Werte, Traditionen, soziale Praktiken etc. Es gibt nicht so etwas wie ein isoliertes Subjekt, sondern wir sind immer schon verwoben mit solchen Werten, Traditionen und so weiter. Daraus schließt er nun im nächsten Schritt, dass wenn das so ist, also wenn es zum Selbst gehört, dass es immer Teil einer Kultur ist, dass es dann auch für die Zukunftssicherung und für die Verwirklichung dieses Subjekts eben notwendig ist, dass auch die Kultur fortgeführt wird, anschlussfähig wird und, wie er das formuliert, überlebt. Da könnte man jetzt denken, worin besteht jetzt so genau die Schwierigkeit oder die Herausforderung, warum sollten Kulturen nicht überleben? Da hilft es vielleicht dann hinzuzufügen, dass Taylor eben auch einen konkreten politischen Hintergrund vor Augen hat, in dem er sich auch selber engagiert hat, nämlich die französischsprachige Kultur in Kanada, in Quebec. Ja, Sie wissen wahrscheinlich, dass der Staat Quebec Französisch als Verkehrssprache benutzt und in den 80er Jahren, in dem er seine Theorie der interkulturellen Anerkennung entwickelt, gibt es eine lange, ausführliche, kontroverse Diskussion über die beste Weise, wie man sozusagen rechtspolitisch das Überleben der französischen Kultur in Kanada sichert. Das hängt wesentlich daran, dass die Sprache als lebendige Praxis gewahrt werden muss. So, und dann gibt es eben eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man ergriffen hat. Beispielsweise, dass also Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder auf französischsprachige Schulen zu schicken. Oder dass Werbung für irgendwelche Produkte eben, wenn sie einen englischen Slogan hat, immer auch auf Französisch mitplakatiert sein muss und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Geboten und Verboten, also Rechtssätzen, die dafür stehen sollen, dass diese französischsprachige Kultur weiter leben kann und nicht von der Hegemonie des ja ansonsten in Kanada allgegenwärtigen Englisch vernichtet wird. Und der sozialphilosophische Grund dafür ist eben dieser Zusammenhang der Bestätigung des Selbst, die nur möglich ist in einer lebendigen Kultur. Wenn man jetzt sozusagen von diesem Beispiel abstrahiert und darüber nachdenkt, was heißt das für den Kontakt zwischen Kulturen oder für das Miteinanderleben verschiedener Kulturen, zum Beispiel einer englischsprachigen, einer französischsprachigen, dann, so sagt Taylor, kommt es darauf an, anzuerkennen, dass alle Kulturen den gleichen Wert haben. Dass es eben keine Kultur gibt, die irgendwie mehr wert ist oder wichtiger oder wertvoller oder fortgeschrittener oder sonst irgendeine Steigerungslogik hätte, sondern weil sie alle zu der Identität ihrer Träger beitragen, sind alle auch einander gleich wert. Und der letzte Gedanke, der Schluss, den Taylor daraus zieht, ist den mit Gadamer gesprochen, den einer Horizontverschmelzung. Die Kulturen oder die kulturellen Kollektive sind dann dazu aufgerufen, einander anzuerkennen, wertzuschätzen und das heißt auch von ihren eigenen Ansprüchen auf Wichtigkeit, Bedeutung, Überlegenheit und so weiter Abstand zu nehmen, zurückzutreten, sodass in einem längeren Annäherungsprozess man eben von einer Verschmelzung der kulturellen Horizonte sprechen kann. Das ist grob skizziert das, was Taylor vorhat. Und ein Problem können Sie vielleicht schon sagen, selber anhand dieser kurzen Schilderung sich klar machen. Das residiert nämlich in diesem Terminus der Horizontverschmelzung. Denn wenn es so ist, dass alle Kulturen gleich wert sind. Und wenn es notwendig ist, eine Kultur aufrechtzuerhalten, zu bewahren und zu fördern, damit alle ihre Teilhaberinnen und Teilhaber
sich ihrer eigenen Identität gewiss sein können, wie soll dann Horizontverschmelzung helfen, diese Wahrung der Identität tatsächlich zu sichern? Ja, eine Verschmelzung zweier Identitäten scheint ja doch nahezulegen, dass die eigene kulturelle Identität irgendwie auch zu verschwimmen beginnt oder zumindest an den Rändern sozusagen unklar wird. Und da können eben auch Elemente mit zum Verschwinden gebracht werden, die von den Trägern dieser Kultur gerade als für die Identität zentral angesehen werden. Das heißt, Taylor widerspricht sich kurz gesagt in seinem Ziel bis zu einem gewissen Grade selber. Das ist sozusagen ein, meiner Ansicht nach, ein zentrales Problem von Taylors Theorie interkultureller Anerkennung. Zweite Möglichkeit, wie heute prominenterweise Anerkennung gedacht wird, ist die Theorie von Axel Honneth, die man eben eine intersubjektivistische, also nicht nur intersubjektive Theorie der Anerkennung nennen kann. Auch er setzt bei den Zielen und bei den Begehren des Individuums an, dass hier weniger eines ist der Bewahrung einer Identität, sondern stärker prozesshaft gedacht, als ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Das klingt so ein bisschen sehr nach 80er Jahre Selbsterfahrungsgruppen, aber es steht tatsächlich bei Honneth so da. Und das ist, es ist bei ihm nicht immer vollkommen sagen, bekenntnishaft ausformuliert, warum eigentlich Anerkennungsprozesse diese Bedeutung bekommen, die er ihnen dann in seiner Gesellschaftstheorie zuschreibt. Aber ich denke, wenn man die Stellen auswertet, an denen er sozusagen hinreichend klar ist, dann ist es eben dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. In gut hegelscher Manier zeigt er dann sehr ausführlich in verschiedenen Werken ab Anfang der 90er Jahre, dass diese Selbstverwirklichung eben nicht aus mir selbst heraus zu gewinnen ist. Ich kann sie nicht ohne Bezug auf andere und ohne die Mitwirkung von anderen überhaupt gewinnen. Ich kann nicht ich selbst werden ohne andere. Und ebenfalls in sozusagen Anschluss an die Hegelsche Tradition dekliniert er das durch im Hinblick auf drei Dimensionen oder drei Sphären, in denen solche Anerkennungsprozesse über den Umweg über andere verlaufen und durch die ich eben meine Selbstverwirklichung gewinnen kann. Das sind die drei Dimensionen, die er Liebe, Recht und Ökonomie nennt, wobei diese letzte Sphäre in Honneths Werk auch sozusagen verschiedene Namen hat, aber der, denke ich mal, im Augenblick tragfähigste Name für diese Sphäre lautet eben Ökonomie, Markt. Das heißt, das sind sozusagen drei unterschiedlich umfassende Sphären, die auch jeweils etwas Unterschiedliches befördern. Mit Liebe sind jetzt nicht unbedingt nur im engeren Sinne Liebesbeziehungen gemeint, sondern soziale Nahbeziehungen, die hinreichend eng sind. Freundschaften, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und so weiter. Und durch diese Nahbeziehungen kann etwas im besten Falle befördert werden, was er Selbstbewusstsein nennt. Ja, der erste Punkt hinter dem Pfeil. Durch das Recht oder das Rechtssystem, in dem wir uns wechselseitig als Personen, die gleichen Rechte haben wie wir, anerkennen, wird weniger das Selbstbewusstsein als die Selbstachtung gefördert. Ich werde als autonome Person anerkannt. Nicht in meinen Bedürftigkeiten, wie im Fall der Liebe, aber eben im Sinne dessen, was ich als Rechtsperson darstelle. Und in dem dritten und letzten Bereich der Ökonomie denkt Honneth im Wesentlichen daran, dass es eben Sphären gibt, soziale Interaktionsverhältnisse, in denen wir aufgrund besonderer Leistungen geschätzt werden.
Ja, das muss nicht unbedingt der Markt sein, es kann zum Beispiel auch ein Sportverein sein. Und wenn ich eben im Fechtverein bin, dann werde ich dort für meine Fähigkeiten als gute Fechterin geschätzt und nicht dafür, dass ich ein guter Fußballer bin. Ja, es gibt also soziale Kollektive, soziale Werthorizonte, so könnte man sagen, in denen bestimmte Leistungen bewertet werden, positiv bewertet werden und wo ich in einer bestimmten Hinsicht eben geschätzt werden kann. Nicht in beliebigen Hinsichten. Das ist der Unterschied zum Recht, wo ich sozusagen ganz unabhängig von meinen individuellen Leistungen als Rechtsperson anerkannt bin. Aber im Fechtverein kann ich eben keine Punkte machen, wenn ich gut Fußball spielen kann, sondern da muss ich eben fechten können. Und das ist im Prinzip sozusagen übertragbar auf Marktverhältnisse, weil ich eben an den Orten, wo ich zum Beispiel meinen Beruf ausübe, eben auch das tun muss und dafür geschätzt werden kann, was ich in dem Beruf zu leisten habe und nicht, was ich sozusagen als Hobby habe. Ja, also wenn ich, ja, ist klar. Gut, das sind sozusagen die drei Dimensionen, in denen positiv gesprochen eben Beiträge zum Selbstbewusstsein gelingen können und die jeweils einen mehr oder minder großen sozialen Horizont erfordern. Sofern in diesen Bereichen diese Beiträge zum Selbstbewusstsein aber nicht gelingen, spricht Honneth von Pathologien, das heißt von Negationen dieser Erfahrungen, die ich dort machen kann, sodass man an diesen Erfahrungen eben missachtet zu werden, aus dem Recht ausgeschlossen zu werden und für eigene Leistungen eben keine Anerkennung zu erhalten, Signale von sozialen Missständen oder für soziale Missstände machen kann. Man kann daran ablesen, dass etwas in dem normativen Feld, in dem wir uns bewegen, schief liegt, dass es Exklusionen gibt, die eigentlich nicht sein sollten. Das ist grob die Skizze und ganz unten stehen eben noch drei jetzt nur Schlagworte für Probleme, die ich hier sehen würde, die ich eben genannt habe, Kognitivismus, Authentizität und Teleologie. Ich will ganz kurz sagen, was ich damit meine, ohne dass wir jetzt die Kritik hier ausführlich besprechen können. Kognitivismus heißt, dass Honneth dazu neigt, zwei Dinge begrifflich auseinanderzuhalten, die man so ohne weiteres nicht auseinanderhalten kann, nämlich Erkenntnisprozesse und Anerkennensprozesse. Es gibt auch Werke, wo er das nicht macht, aber sozusagen die Hauptlinie seiner Theorie geht davon aus, dass wir einander erkennen, wissen, wer jemand ist, und dass aber die normative Bewertung, als was ich jemanden anerkenne oder ob ich jemanden schätze oder eben nicht schätze für etwas, was er oder sie ist, sozusagen in einem nachgeordneten Prozess erst hinzukommen. Das entspricht aber, wie viele eben zum Beispiel phänomenologische Autorinnen und Autoren gezeigt haben, überhaupt nicht unserer Erfahrung, sondern wenn wir Menschen begegnen, dann laufen Erkennen und Anerkennen immer parallel. Die Bewertung kommt nicht sozusagen nachgeordnet, sondern in der Weise, wie wir jemandem begegnen, auch ist immer schon ein Bewertungsakt mit enthalten. Zweiter Kritikpunkt Authentizität, das liegt im Prinzip schon in diesen Anführungszeichen, die ich oben um das Wort Selbstverwirklichung gemacht habe. Einerseits natürlich, weil es ein Honneth-Zitat ist, aber das sind durchaus eben auch distanzierende Anführungszeichen. Denn Honneth scheint zu meinen, dass es so etwas wie eine bruchlose, ungebrochene Selbstverwirklichung am Ende des Durchlaufens durch diese Prozesse in den verschiedenen sozialen Dimensionen geben kann. Ich würde schlicht leugnen, dass das geht. Das wäre eine längere Diskussion, warum man sozusagen für das eine oder das andere argumentiert. Aber bei Honneth gibt es eben einen Pathos des Authentischen, der meiner Ansicht nach eben mit den Erfahrungen, zumindest sozusagen in einer modernen Welt, die sozusagen immer schon eine gebrochene ist, nicht wirklich überein zu kriegen ist. Man
könnte sozusagen eine Analyse, glaube ich, eine wertvolle Analyse einmal machen, indem man sich anguckt, welche literarischen Beispiele Honneth in seinen Werken verwendet. Also er greift da ganz häufig sozusagen auf Modelle und Beispiele aus Literatur zurück. Und das mal sozusagen abgleichen mit den Subjektkonstruktionen in der Literatur der Moderne, der durchaus kanonischen. Und da würde wahrscheinlich, wäre sozusagen mein heuristischer Verdacht rauskommen, dass er sich da sozusagen die guten Beispiele raussucht und sozusagen die ganzen die Literatur der Moderne, die voll ist davon, Erfahrungen der Gebrochenheit literarisch zu verwerten, die sozusagen weitgehend auszublenden. Und schließlich drittens Teleologie. Damit ist gemeint, dass den Prozessen der Anerkennung eine Ausrichtung auf ein Telos, griechisch für Ziel, innewohnt. Also, ne, das heißt hier nicht Theologie, sondern eben Teleologie, vom griechischen Wort Telos. Diese Prozesse sind immer schon angelegt auf ein Ziel einer Perfektion, in der die Anerkennungsprozesse münden sollen und in der sie sozusagen zu ihrer Vollendung kommen. Es gibt nicht wirklich sozusagen starke Begründungen dafür, warum wir annehmen sollten, dass das so ist. Es kann ja durchaus Anerkennungsprozesse geben, die sozusagen im Gange sind, ohne dass wir wüssten, dass sie tatsächlich sozusagen auf eine Vervollkommnung zielen könnten oder darauf hinauslaufen. Schließlich, dritte Form von Anerkennung, die ich subjektivierende Anerkennung genannt habe. Autorin, die hierfür paradigmatisch steht, ist Judith Butler. Die nun eben nicht, und das wäre der Unterschied zu den beiden vorangegangenen Theorien, die eben nicht bei Subjekten oder Selbsten beginnt, die es schon gibt und die nun sozusagen zu ihrem eigenen Selbstverständnis einen Anerkennungsbedarf haben, den sie sich dann bei anderen Kulturen oder bei anderen Personen eben holen, sondern die eigentlich zunächst mal überhaupt versucht zu erklären, wie Subjekte zu Subjekten werden. Ja? Und deswegen Subjektivierung als ein Fremdwort für Subjektwerdung. Wie werden Subjekte zu dem, was sie sind? Sie sind es nämlich nicht schon von vornherein. Um das ganz kurz zu skizzieren, wie sie sich das denkt, habe ich dieses Stichwort der Anrufung notiert. Das entwickelt sie relativ kursorisch, aber doch was die Begrifflichkeiten angeht, modellhaft, indem sie sich auf den französischen Marxisten Louis Althusser beruft, der in einem ganz anderen Kontext, nämlich zur Erläuterung dessen, was Ideologie eigentlich heißen soll, eine kleine Vignette formuliert hat, die Vignette der Anrufung, auf die sie sich stützt. Und die lautet wie folgt, kurz gesagt, dass jemand auf der Straße angerufen wird, einen Appell, französisch, hört von einem Polizisten und der Polizist sagt, hey, Sie da. Und dieser jemand wendet sich um und will hören, will sehen, wer ihn da gerufen hat. Und Althusser und mit ihm dann eben Butler betont nun eben, dass in dem Akt der Umwendung, in dem Moment, in dem ich mich dem Polizisten zuwende, ich zu einem Subjekt werde, das die Ordnung der Polizei anerkennt. Ja? Das heißt, ich bin noch nicht derjenige, der ich bin noch nicht ein Teil der Rechts- oder Machtordnung, Herrschaftsordnung, wie auch immer Althusser das sich gedacht haben mag, das spielt hier keine Rolle, indem ich mich als angerufen anerkenne. Und das hat zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, der jemand,
der sich eben umdreht, ist noch nicht Subjekt, sondern ich werde, indem ich mich umwende. Und die zweite Konsequenz ist, dass in dem Subjektbegriff nicht, wie das in den ersten beiden Fällen vorgeführt wurde, das Subjekt schon ein mehr oder minder autonomes und seiner selbstgewisses Etwas existiert als Ort des Handelns, als Ort der Reflexion, sondern dass das Subjekt eine Doppelbedeutung bekommt, die im Französischen vielleicht noch etwas präsenter ist als im Deutschen, aber im Deutschen auch transportierbar ist, nämlich das Subjekt einerseits eben als dieser Handlungspol, Subjekt meiner Handlungen zu sein, heißt, ich entscheide darüber, was ich tue. Es mögen Widerstände in der Welt existieren, ich mag Grenzen meines Könnens haben und so weiter, aber ich entscheide in letzter Instanz, sozusagen im Lichte dieser Widerstände. Aber das zweitens eben das Subjekt auch Sujet à quelque chose ist, das heißt eben unterworfen, jemandem oder etwas unterworfen sein. Sie kennen das vielleicht noch in dem alten deutschen Sprachgebrauch, dass Herrscher von ihren Subjekten sprechen, die sozusagen auf den Ländereien leben. Das ist dieser alte Sinn, der im Französischen immer noch enthalten ist, also Sujet de und Sujet à, das wären die beiden semantischen Komponenten, Ort meiner Handlungsentscheidung zu sein einerseits, aber gleichzeitig auch unterworfen unter. Und die Pointe nun, mit der eben, was ich hier die Machtdimension der Anerkennung genannt habe, formuliert wird, bei Butler besteht darin, dass sie sagt, beides ist nicht ohne einander zu haben. Ja? Wir können nur in Anführungszeichen autonome Subjekte werden oder wie sie sagt, sprechfähige Subjekte, intelligible, sagt sie ganz häufig, aber zum Sprechen ermächtigte Subjekte sein, indem wir uns in eine bestimmte Ordnung einordnen und in gewissem Sinne unter sie unterordnen. Sprechfähig werden wir nur in einem bestimmten Diskurs. So könnte man das auch anders reformulieren. Ja, wir können nicht sozusagen außerhalb eines Diskurses, außerhalb von Machtordnungen überhaupt irgendwie schon sprechen, sozusagen als naturwüchsige Subjekte, die wir immer schon sind, sondern wir können das nur in einem bestimmten Diskurs, der uns auch zur Verfügung stellt, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Und die ganze Theorie der Geschlechtsidentität, die von Judy Butler ja hauptsächlich zunächst mal bekannt ist, folgt daraus. Ja, weil sozusagen Geschlechtsidentitäten eine Form von Diskursen sind, zu denen wir uns so verhalten müssen, dass wir nicht in sie eintreten können. Ja, wir müssen sozusagen immer eine bestimmte Form von Identität sein, damit wir überhaupt als geschlechtliche Seiende sprechen können. So, ne, das ist sozusagen der, wenn man so will, der Anwendungsfall oder ein Anwendungsfall dieser Subjekttheorie. Gut, das wären sozusagen die drei Varianten oder drei Hauptvarianten von Anerkennungstheorien. Es gibt viele Komplikationsformen dann natürlich noch, aber das sind erstmal so, um ein grobes Schema zu liefern, drei Weisen, wie man darüber derzeit spricht. Und damit komme ich jetzt im zweiten Punkt zu der Alteritätsphilosophie als eine, wenn Sie so wollen, vierte Alternative. Und werde im Folgenden kurz erläutern, was ich darunter verstehen will und was für ein Typus Intersubjektivität dann eben daraus resultiert. Wenn eine Theorie als Alteritätsphilosophie bezeichnet werden soll, dann stellt sie eine Diagnose. Und die Diagnose besteht dann darin, dass nur oder sagen wir erst die Alteritätsphilosophie in der Lage ist oder in der Lage gewesen ist, Andersheit überhaupt zu einem philosophischen Thema zu machen. Behauptet wird dann, dass die abendländische Philosophiegeschichte, meistens sind das sehr ausgreifende Hypothesen, die da formuliert werden, ganz überwiegend, zwar wiederholt das andere oder der oder die andere, in die begriffliche Arbeit eingefügt hat, aber jeweils versäumt hat, den oder die andere als andere tatsächlich zum Thema zu machen.
Und man könnte das auch anders formulieren und sagen, die Philosophiegeschichte hat es stets versäumt, begrifflich hinreichend radikal über den anderen nachzudenken. Genauer gesagt muss man aber gleich dann auch hinzufügen, dass die Sprache dann hier bereits einer präzisen Formulierung im Weg steht, wenn man nämlich davon spricht, dass der oder die andere nie als solches zur Sprache kam oder nie sagen, hinreichend genau begrifflich abgebildet wurde, dann führt das schon in die Irre. Denn die These der Alteritätstheorie lautet präziser, dass alle Versuche, den, die oder das andere philosophisch auf den Begriff zu bringen oder es eben begrifflich abzubilden, in Anführungszeichen, nicht deswegen gescheitert sind, weil die Begriffe unzureichend wären oder die Bilder, die man sich davon macht. Und wenn man nur bessere Bilder finden würde, dann würde sich das Problem von selber auflösen, sondern im Gegenteil, weil der Gehalt von Andersheit genau darin besteht, dass es nicht auf einen Begriff zu bringen ist. Oder, wie dann die Terminologie auch lautet, das andere übersteigt den Begriff oder das andere entzieht sich ihm. Es bleibt ihm fremd und wie die einschlägigen Metaphern eben weiter lauten. Entzug, Fremdheit, Überschuss. Es sind immer solche Metaphern der, wie das Fachwort sagen würde, der Inkommensurabilität, also der Nichtverrechenbarkeit, die in der Alteritätsphilosophie Andersheit kennzeichnen. Die Diagnose besagt dann nicht, dass die Philosophiegeschichte die Andersheit unbeachtet gelassen habe, im Sinne einer schlichten Andersheitsvergessenheit, wie Heidegger gesagt hat, die Philosophiegeschichte sei seinsvergessen, sondern dass es ihr nicht gelungen sei, die Andersheit als Andersheit zu denken. Andersheit als Andersheit denken heißt also eben, sie in ihrem Entzug, Überschuss und ihrer Fremdheit gewahr zu werden. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen für das Thema der Intersubjektivität, wie wir gleich sehen werden. Das beginnt nämlich bereits bei der Frage, wie und auf welcher Ebene diese Konsequenzen überhaupt systematisch zu verorten wären. Wenn ich eingangs gesagt habe, dass man das im Horizont, dieses Thema im Horizont der Sozialontologie ansiedeln könnte, dann setzt das schon voraus, dass selbst und anderer Teil eines Gemeinsamen wären, nämlich des Seins. Ne? Ontologie ist die Lehre des Seins. Nun besteht aber eine von Levinas als einem der paradigmatischen Vertreter einer Alteritätstheorie weitreichenden theoriestrategischen Entscheidungen darin, zu behaupten, Andersheit befinde sich jenseits des Seins. Das ist der Buchtitel seines zweiten großen Buches, Au-delà de l'essence, jenseits des Seins. Und deswegen kann man eben die Beziehung zu anderen, wenn man dieser Interpretationslinie folgt, unmöglich als ontologisch klassifizieren. Das ist nicht mehr sozusagen auf der Ebene des Seins zu diskutieren. Nun muss man genauer versuchen zu verstehen, was das eigentlich heißen soll, wenn man mit Levinas denken will, dass man von der Ontologie auf Ethik als Beschreibungsebene der Beziehung zu anderen umstellen soll. Genau, also der Grundgedanke ist, die Beziehung zum anderen lässt sich nicht mehr auf der Ebene eines gemeinsamen Seins denken. Das ist der Grund dafür, dass auch der Heideggers Begriff des Mitseins, wie er den in seiner Zeit formuliert hatte, für Levinas eben keine hinreichende Formulierung abgibt. Das ist durchaus erklärungsbedürftig, wenn wir genauer verstehen wollen, was das eigentlich heißt. Ich denke, dass man immer noch ganz gut sich klar machen kann, wie Levinas das denkt, wenn man eine berühmte und viel kommentierte Stelle aus seinem ersten großen Hauptwerk, Totalität und Endlichkeit, sich vor Augen führt und kommentiert. Ich werfe es an die Wand. Und dieses Zitat und diese viel kommentierte Stelle heißt eben, diese Unendlichkeit, die stärker ist als der Mord, widersteht uns schon in seinem Angesicht, ist sein Angesicht, ist der Ausdruck, ist das erste Wort, Anführungszeichen, du wirst keinen Mord begehen. Das erste Wort oben links in dem ersten Satz, Unendlichkeit, ist, das können wir kurz sagen, wenn man den Kontext dieser Stelle eben sich vor Augen führt, einfach nur ein Synonym für anderer. Könnte man sagen, dann könnte man es sozusagen reformulieren, der andere
der stärker ist als der Mord, widersteht uns schon und spricht, du wirst keinen Mord begehen. Was soll das nun heißen? Man könnte jetzt in einem ersten Interpretationsversuch, und so ist es eben auch ganz häufig gelesen worden, denken, Levinas, der ja auch viel über ethische Anwendungsfälle geschrieben hat, der über Menschenrechte geschrieben hat und so weiter, würde hier behaupten, es gäbe so etwas wie eine Erfahrung eines ethischen Widerstandspotenzials im Angesicht des anderen. Das würde irgendwie sozusagen unserer Erfahrung unmittelbar evident werden, dass, wenn ich dem Gesicht des anderen begegne, ihn oder sie nicht töten könne. Und das ist offenkundig Unsinn. Ja, das passiert jeden Tag millionenfach vielleicht nicht, aber es passiert jeden Tag zigfach, dass man natürlich im Angesicht umbringen kann. Es kann also auf diese Weise gar nicht gemeint sein. Und diese ganze Interpretationslinie, Levinas als einen, soll man sagen, ethischen Humanisten aufzufassen, ist meines Erachtens eben grundfalsch. Damit würde man ihn einschließen in so ein irgendwie Gutmenschentum, mit dem man letztlich gar nichts anfangen kann und das philosophisch auch nicht sehr diskussionswürdig ist, weil es dafür gar keine Begründung gibt und es uns, also unserer Erfahrung eben auch widerstreitet. Es geht also nicht um eine humanistische Kultur oder eine Moral der Andersheit. Dagegen würde ich Levinas gerne in Schutz nehmen wollen, auch wenn diese Stelle, wie gesagt, oft so gelesen wurde. Das Gesicht des anderen kann also nicht die Werte oder die Würde des Menschen enthalten oder zeigen oder ausdrücken. Ja. Der Punkt, auf den man an dieser Stelle hinauskommen müsste, meiner Ansicht nach, ist vielmehr der, dass wir das Levinas damit die Zeitstruktur der Erfahrung von Andersheit erläutert. Das klingt ein bisschen vielleicht komplizierter, als es ist. Ich will es gleich erläutern. Er macht klar, also fangen wir nochmal damit an, dass mit dem Wissen darum, dass wir natürlich andere, deren Gesichter wir sehen, umbringen können. Ja? Das heißt, wir können sehr wohl Andersheit töten. Der Widerstand gegen den Mord kann also nicht so groß sein. Es muss also von Levinas etwas anderes gemeint sein. Und dieses andere, was tatsächlich einen Widerstand uns entgegensetzt, ist eben nicht die andere Person, der konkrete andere Mensch, der uns gegenübersteht, sondern das Ereignis, dass es Andersheit überhaupt gibt. Dass Andersheit überhaupt auftritt als Andersheit. Und ich glaube, dass man mit dieser Unterscheidung zwischen dem Ereignis der Andersheit und der konkreten anderen Person einen Schritt weiter kommt. Ganz formal in die Unterscheidung zwischen dem Das der Andersheit und dem Wie des konkreten anderen fassen. Das heißt, ich kann sehr wohl auf sehr unterschiedliche Weise mit dem anderen Menschen, mit der anderen Person umgehen. Ich kann ihn oder sie ansprechen, ich kann Gewalt ausüben, ich kann mich entziehen, ich kann weggehen, wie auch immer. Aber ich kann nicht das Ereignis seiner oder ihrer Andersheit hervorrufen, wollen oder nicht wollen. Das entzieht sich vollkommen meiner Verfügungskraft. Es mag sein, dass jetzt gleich zu dieser oder jener Tür Andersheit hereinkommt. Ja? Also sozusagen stellen wir uns irgendwelche sagen, möglichst verrückte, unerwartete Ereignisse vor, die zur Tür reinkommen können. Ja, Kommilitonen würden uns jetzt nicht so überraschen, aber was ich nicht, ein Clown, ein Tänzer, eine Giraffe mit zwei Köpfen, was weiß ich. Also es ist unwahrscheinlich, hochgradig unwahrscheinlich sogar, aber es ist nicht vollkommen ausgeschlossen. Und dass eben Andersheit mir begegnet, dass ich mit Andersheit konfrontiert bin, mit der doppelköpfigen Giraffe, das ist nicht meine Entscheidung. Das kann ich nicht aus der Welt schaffen. Ich kann es auch nicht in die Welt hineinschaffen. Es entzieht sich vollkommen meinen Möglichkeiten und meinen Fähigkeiten, dieses Das der Andersheit. Ja, ist etwas, was jenseits des autonomen Subjekts angesiedelt ist. Was aber überhaupt nicht heißt, dass ich nicht in einem zweiten Schritt irgendwie mich zu dieser Andersheit verhalte.
Und nicht nur, dass ich nicht nur mich irgendwie dazu verhalte, sondern natürlich muss ich mich dazu verhalten. Ich kann gar nicht umhin, ich kann es gar nicht vermeiden, dass ich Andersheit wahrnehme, darauf reagiere. Und wenn sie wirklich so absurd ist, wie ich jetzt gerade fingiert habe, doppelköpfige Giraffe, dann werde ich auch sehr verstört sein und nicht wissen, was zu tun ist. Vielleicht als erstes den Hausmeister rufen oder ja, irgendwie appellieren an das Auditorium, dass wir da gemeinsam eine Lösung finden, wie auch immer. Aber damit ich sozusagen mit der Andersheit, die zur Tür hineinkommt, die mich betrifft, die mich angeht, damit ich damit umgehe, muss ich die Andersheit irgendwie in ein Wie verwandeln. Ich muss sozusagen das reine Das des Auftretens in irgendein Wie verwandeln. Und das heißt, ich erfinde Zuständigkeiten, ich erfinde Sprachspiele, ich erfinde Reaktionsformen, die mich handlungsfähig machen. Wenn es sozusagen jetzt bloß ein singender Kommilitone ist, der hineinkommt, würde ich vielleicht zunächst mal versuchen zu sagen, hören Sie mal, das ist eine Vorlesung, es muss Sie nicht interessieren, aber Sie können sich ja hinsetzen und mitzuhören und nachher mitdiskutieren, dann können wir auch zusammen was singen, aber jetzt erstmal setzen Sie sich da einfach hin oder Sie verlassen wieder den Raum. Na, das heißt, es ist sozusagen eine Form, wie ich Andersheit kanalisiere, formatiere, indem ich den Diskurs des akademischen Betriebs eben als Gesetz annehme und sage, das sind hier jetzt die Regeln und Sie singen jetzt bitte nicht, sondern Sie setzen sich dahin. Das ist eine Möglichkeit. Ich könnte natürlich auch stattdessen die Vorlesung abbrechen und wir singen gemeinsam mit der Person, die da hineinkommt und so weiter. Also die Möglichkeiten sind zunächst mal unbegrenzt, aber es gibt verschiedene soziale Spielformen natürlich, die naheliegender sind als andere. Ja, und wahrscheinlich würden Sie erwarten, dass wir da nicht singen, sondern die Person sich doch irgendwie anbequemt dem, was wir hier machen. Also, das ist nur ein triviales Beispiel, um Ihnen deutlich zu machen, was ich meine mit dieser Unterscheidung zwischen dem Das und dem Wie. Dass das bezeichnet eben das Auftreten von Andersheit, die noch nicht irgendwie festgestellt ist, begrifflich erfasst ist, formatiert und so weiter, die sich mir entzieht, die sich meinem Zugriff entzieht und in einem zweiten Schritt aber der Notwendigkeit einer Antwort, die ich formulieren muss. Die mag mehr oder minder vorgegeben sein und das hängt aber eben jeweils von der Situation ab. Und in diesem Sinne kann man eben zwischen dem, was ich eine absolute und eine soziale Andersheit nennen würde, unterscheiden. Das heißt, die absolute Andersheit bezeichnet dieses Ereignis und der soziale andere ist die Figur, mit der wir jeweils in bestimmten sozialen Habitualitäten, Kontexten und Sprachspielen umgehen, die uns ja meistens bekannt sind und die von den Sozialwissenschaften auch ja analysiert werden. Wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf das Zitat von Levinas, dann würde das heißen, als Anwendung dieser Terminologie, dass es eben nicht der soziale andere ist, der meinem potenziellen Gewaltakt widersteht, sondern es ist die absolute Andersheit, die den Widerstand ausdrückt, weil nämlich dort meine Macht überhaupt nicht hinreicht. Ich kann überhaupt Andersheit nicht beseitigen, weil sie ja vorgängig ist und meine Handlungsfähigkeit zuvorkommt. Ich reagiere auf Andersheit, auf diese absolute Andersheit, aber nur indem ich mit sozialen anderen umgehe und das auf eine bestimmte Weise tue. Und bündig zusammengefasst könnte man eben sagen, dass die Notwendigkeit des Antwortens kontingente Formen erfordert. Ne? Also dass wir antworten müssen, ist unausweichlich, wir müssen damit umgehen, aber wie wir das tun, da gibt es eben eine ganze Reihe Spielräume. Gut, was bedeutet das nun für die Anerkennung? Für die Anerkennung bedeutet das, dass diese Spannung in die Struktur der Anerkennung
eine Dynamik einträgt oder eine Ambivalenz einträgt. Diese Spannung rückt nämlich, so könnte man sagen, dasjenige, was anerkannt wird, und dasjenige, als was es anerkannt wird, auseinander. Und das in einem Akt quasi. Ne? Ich will auch dafür ein Beispiel bringen, das, als ich das ursprünglich verfasst habe, sozusagen aktuell war und jetzt schon eine Weile zurückliegt, was aber, glaube ich, deswegen doch vielleicht ein hilfreiches Beispiel ist, aus einem politischen Kontext, weil dort die Akteure tatsächlich auch die Terminologie, die Anerkennungsterminologie verwenden. Und das Beispiel stammt aus dem israelisch-palästinensischen Konflikt, wo es ja neben vielem anderen, um das es geht, eben auch um Anerkennungsfragen geht. Und in der Vorbereitung einer von vielen Nahostkonferenzen, nämlich der 2007 in Annapolis, USA, haben im Vorfeld, wo ja immer gewisse Vorbereitungen getroffen werden, damit man überhaupt sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man am Konferenztisch etwas erreichen kann. Was weiß ich, gibt es Gefangenenaustausch und verschiedene andere vorbereitende Maßnahmen, aber eben auch quasi rhetorische Gesten, die in Interviews und so weiter dann ausgetauscht werden. Und auf zwei Formulierungen kommt es mir eben an. Der damalige israelische Premierminister Ehud Olmert hatte erklärt, die Anerkennung Israels als ein jüdischer Staat sei unverhandelbar, eine unverhandelbare Bedingung, die der Konferenz zur Voraussetzung, also der Konferenz vorausliegen müsse. Die Existenz Israels als jüdischer Staat könne kein Gegenstand von Kompromissen sein und müsse anerkannt sein, bevor man überhaupt erst sozusagen sich an den gemeinsamen Tisch setzt. Zitat, die Annahme dieser Position will be a condition for our recognition of a Palestinian state. Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat, der im Übrigen in dieser Position heute immer noch tätig ist, sagt in einem anderen Interview am selben Tag, dass diese Anerkennung seitens Palästinas nicht gewährt werden wird. Zitat, weil no state in the world connects its national identity to a religious identity. Zitat Ende. Was empirisch nicht stimmt. Aber das ist ja erstmal jetzt nicht relevant. Es soll ja sozusagen um ein Modellbeispiel sich handeln. Gut, also sagen wir können natürlich als politisch interessierte Zeitgenossen irgendwie nochmal drüber nachdenken, wie und ob dieses Windows of Opportunity zu der damaligen Zeit sich geschlossen hat und wie die heute eigentlich reden müssten, wenn sie miteinander reden würden. Jedenfalls ist also sozusagen zur Beschreibung dieser Situation, wenn man das als Anerkennungssituation beschreiben will, klar, dass beide Seiten sich also als Ziel dieser Konferenz anerkennen müssten und es gäbe dann eben zwei international anerkannte Staaten, ein Israel, einen Palästina. Und die würden eben, das wäre das Telos, sich wechselseitig anerkennen, würden ihre inneren Angelegenheiten jeweils selber regeln, ohne Einmischung von außen und ihre Autonomie respektieren. Es geht also darum, dass schließlich Israel Palästina und Palästina Israel anerkannt haben wird. Was im Übrigen in Vorläuferpapieren, Oslo und so weiter, auch 93 schon erreicht war. Also das ist ja ein Prozess mit sehr vielen Auf und Abs, wie Sie wissen. An der zitierten Äußerung aber wird deutlich, dass es so einfach nicht ist, weil nämlich Bedingungen an diese Anerkennung ja geknüpft werden will. Hier sind also Identitäten im Spiel, die erst erzeugt werden oder bestätigt werden wollen, die also nicht von selber schon existieren. Die von Olmert vertretene israelische Position besteht darin, dass es etwas gibt, was nicht zur Debatte steht und was die andere Seite anzuerkennen hat, sozusagen ein Faktum, nämlich den Staat Israel. Dieser muss nicht erst gegründet werden, sondern die Anerkennung kann eben nur die Form einer Bestätigung von etwas Gegebenem annehmen. Und wenn die Palästinenser das tun, dann qualifizieren sie sich gewissermaßen für einen anständigen Dialog auf Augenhöhe. Unterbleibt das, kann man eben auch nicht miteinander reden. Er verkennt aber, und das sieht man dann an der Äußerung von Saeb Erekat, dass das nicht stimmt.
Ja, dass eben hier nicht Fakten oder Faktizitäten anerkannt werden sollen, sondern dass es um einen Streit um Identitäten geht. Erekat fasst nämlich seine Abweisung in die Worte: We will not agree to recognize Israel as a Jewish state. Zurückgewiesen wird also nicht direkt die Anerkennung des Staates selbst, sondern die Anerkennung des Staates Israels in einer bestimmten Interpretation, nämlich as a Jewish state. Das ist natürlich sozusagen überhaupt nicht unproblematisch, wenn man die Situation kennt, weil daran für Israel ja eben die Frage des Rückkehrrechts der Flüchtlinge hängt beispielsweise. Also wenn eben Israel sich nicht als ein Jewish State anerkennen lassen würde oder wollte, dann bestünde das Risiko, dass eben durch die Rückkehrmöglichkeit Israel eben ein Staat, ein anderer Staat wäre, in dem neben vielen anderen Menschen eben auch noch Juden leben würden. Das kann man wollen oder nicht wollen, aber das ist auf jeden Fall sozusagen eine vollkommene Veränderung der Bedingungen. Und insofern kann der israelische Premierminister eben gar nicht anders als eben Anerkennung für diese, seine Interpretation fordern. Man kann sich zwar, das ist dann in einer begrifflichen Differenz leise markiert, man kann sich zwar vorstellen, theoretisch, ein Staat Israel, der ein State for the Jewish people wäre und nicht ein State of the Jewish people. Aber das wäre eben unter den gegebenen politischen Verhältnissen eben eine vollkommene verschiedene Schiebung der Situation. Wenn etwas anerkannt werden soll, so kann man das resümieren, dieses Beispiel, dann wird nicht nur etwas bestätigt, was seinerseits bekannt ist, sondern es wird eine Identität gestiftet. Die eigentümliche Spannung besteht also darin, dass eine Identität irgendwie schon bereits bestehen muss, damit jemand überhaupt Anerkennung fordern kann, und dass gleichzeitig aber durch diesen Prozess der Anerkennung selber diese Identität erst irgendwie erzeugt wird oder sozusagen zum Leben erweckt wird oder zumindest dauerhaft zum Leben erweckt wird. Man könnte das vielleicht eine Verdopplung der Identität nennen, ne? Also eine, von der ich ausgehe und eine, als was ich oder dieses Kollektiv anerkannt werden will. Als was etwas oder jemand anerkannt wird, versteht sich nicht von selbst, sondern steht vielmehr in der Anerkennung selber auf dem Spiel. Und das meine ich genau mit dieser Formel, die ich oben schon formuliert habe. X erkennt Y als Z an. Und in Klammern steht eben die Alternative, X erkennt Y an. Es ist also nicht eine zweistellige Relation. Es gibt zwei Staaten, die irgendwie schon existieren und ihrer selbst gewiss sind und die dann nur noch zur Regelung sozusagen von wechselseitigen Konflikten auch noch einen Anerkennungsprozess durchlaufen müssen, sodass sie sich einfach diese Anerkennung irgendwie noch deklarieren müssten und geben müssten, sondern in dieser dreistelligen Konstellation, in diesem dreistelligen Satz, X erkennt Y als Z an, ist jeweils das Z umstritten. Ja, und das kann sozusagen in der Perspektive der einen Seite Palästina und der anderen Seite Israel, kann das als Z was jeweils anderes sein. Es ist überhaupt nicht klar, dass jeweils das Anerkennungsmedium oder das Anerkennungsziel, das da auf dem Spiel steht, in beiden Fällen identisch ist oder überhaupt identisch sein kann. Und das heißt, wenn man also auf diese Weise Anerkennungsrelationen dreistellig formuliert, sozusagen als grundlegende Struktur, dann folgt daraus, dass die Identität, um die es geht, immer umstritten ist. Die steht nicht irgendwie von vornherein fest, die ist auch nicht etabliert, die bringt man auch nicht einfach mit, sondern sie bleibt umstritten. Und genau diese Abweichung, diese notwendige Abweichung, das ist, die nicht deswegen besteht, weil die beiden Seiten schlechten Willens sind, das sind sie sagen empirisch vielfach auch noch, aber das ist ein anderes Problem, sondern dass es gar nicht anders geht, sozusagen strukturell, als sich an dieser Stelle eben zu verkennen. Das würde ich eben die rekognitive Differenz nennen mit Bernhard Wallenfels. Und darin besteht sozusagen die Strukturnotwendigkeit der Verkennung in allen Anerkennungsprozessen. Gut, soweit sozusagen zu diesem grundlegenden Modell. Wir kommen zum vierten Abschnitt. Dem Risiko.
Ich will es an einer Stelle jetzt noch etwas vertiefen, um mit Ihnen herauszuarbeiten, was steht denn damit jetzt auf dem Spiel? Warum ist das möglicherweise eine interessante Weise, über Anerkennung nachzudenken? Und was, ja, wie muss man eben dieses Spiel des Anerkennens, das dort in solchen politischen oder auch intersubjektiven Prozessen gespielt wird, eigentlich genauer ausformulieren? Dafür greife ich nochmal auf einen Theorieimport ein aus einer Anthropologie von einem französischen Philosophen und Anthropologen, also Ethnologen, Marcel Enaf. Von dem Buch haben Sie vielleicht schon mal gehört, das 2006, 2009 auf Deutsch erschienen ist, Der Preis der Wahrheit. Das ist eine große Rekonstruktion von Gabepraktiken. Ja, also in frühen Kulturen, segmentären Gesellschaften haben Gabepraktiken dazu gedient, Vergesellschaftung herzustellen. Ja, also Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, dass das also die Ethnologen wie Malinowski oder Marcel Mauss in den 20er Jahren zusammengetragen haben, dass in eben solchen frühen Gesellschaften Praktiken des Gabentauschs die Fremdheit zwischen Gruppen überwunden haben und die Grundlage dafür geliefert haben, dass überhaupt Clan-Kollektive und so weiter miteinander auch ökonomische Beziehungen dann oder Allianzen haben bilden können. So, und danach gibt es eine ganze Forschungsdiskussion, wie man eigentlich diese Gaben, die in solchen rituellen Zeremonien ausgetauscht werden, wie man das eigentlich verstehen soll. Eine Diskussionslinie ist immer gewesen, zu sagen, ja, das sind eigentlich Frühformen ökonomischen Tauschs. Ja, also was wir heute machen, wenn wir in ein Geschäft gehen und Geld wohin legen oder eine Kreditkarte zücken und dafür was bekommen, das ist eine marktförmige Folge und ein marktförmiges Erbe von solchen frühen Gabentauschpraktiken, wo man Muscheln gegeben hat und der andere irgendwie Felle und wie auch immer. Und Enaf sagt nun eben, nein, aber wenn wir das so interpretieren, verstehen wir davon überhaupt nichts. Bei den frühen Gabepraktiken handelt es sich um Anerkennungsprozeduren, kurz gesagt. Und denn es steht jeweils auf dem Spiel, ob wir überhaupt mit den anderen sozusagen eine bindende, kontinuitätsstiftende Beziehung eingehen können. Und dafür müssen wir ausprobieren und in einen Gabentauschwettkampf treten, weil das genau dasjenige ist, was uns aneinander bindet. Er macht das an einem Beispiel fest. Ach so, genau, diese drei Stichworte geben neben erwidern, das ist sozusagen das Geheimnis oder das Erklärungsbedürftige, der erklärungsbedürftige Prozess. Ja, die eine Gruppe gibt, die andere Gruppe nimmt etwas oder nimmt diese Gaben an und fühlt sich aber irgendwie genötigt, zurückzugeben. Und diesen Prozess sozusagen der entstehenden Reziprozität zwischen im Prinzip Fremden ist der Prozess, den Enaf als ein Anerkennungsprozess und als die Stiftung eines sozialen Bandes formuliert und sieht. Und genau. Und was sozusagen dabei auf dem Spiel steht oder warum das eine interessante Ergänzung, glaube ich, zu diesen Anerkennungstheorien, die wir so kennen, darstellt, lässt sich nochmal an einem Beispiel klar machen, dass er selber einem anderen Kollegen entlehnt. Und das ist das Beispiel von den White Monsters. Es gibt also, so berichtet, ein Zeuge einer solchen frühen Kultur, einem Ethnologen auf Neuguinea, eine Kultur, wo irgendwann, was weiß ich, Anfang des 19. Jahrhunderts, erstmals ein Weißer, also ein Beamter der australischen Regierung, ins Dorf kommt,
in den Urwald und die Menschen, die dort leben, eben jetzt nicht wissen, mit wem haben sie es zu tun. Denn es gibt in den lokalen Erzählungen eben auch eine Teilerzählung, die darin besteht, dass die Ahnen als White Monsters wiederkehren. Ja, das heißt, sie wissen nicht genau, und in diesen Erzählungen sind diese White Monsters eben auch also schreckliche Wesen, die uns vernichten können. Das heißt, es gibt eine Gruppe, die lebt dort im Wald, es kommt ein Weißer von außen hinzu und sie wissen jetzt nicht, wer das ist, was das ist. Es tritt, wenn wir so wollen, in der alten Terminologie von vorhin, es tritt Andersheit auf. Irgendwie etwas völlig Fremdes und wir wissen nicht, was es ist und wir wissen auch nicht, wie damit umgehen. Was passiert? Die lokale Gemeinschaft gibt etwas. Sie offeriert nämlich ein Schwein. Und dieser australische Beamte macht das Richtige. Irgendwie ist er geschult, hat an einem Lehrgang interkulturelles Management teilgenommen oder irgendwas dergleichen. Und er gibt wertvolle Muscheln zurück, Schmuckstücke, Ketten und so weiter. Also er war sozusagen präpariert und muss auch etwas gewusst haben sozusagen über die lokalen Praktiken, sonst hätte er das nicht mitbringen können. Gut, das heißt, in dieser Beschreibung von Enough ist dieser Anerkennungsprozess zunächst mal gelungen. Ja, es gibt einen agonalen Gabentausch. Die einen geben, der andere gibt zurück. Das kann man nun dann sozusagen in weiteren Riten fortsetzen. Und wenn nichts Störendes dazwischen kommt, wissen wir, dass wir es bei dem anderen um ein anerkennungswürdiges Subjekt damit zu tun haben. Enough nennt das im Französischen einen Test d'humanité. Also ein Menschlichkeitstest. Nicht im Sinne, ob der Australische jetzt menschlich ist, im Sinne von nett, sondern ob das überhaupt ein Mensch ist. Denn, und jetzt kommt sozusagen die Pointe, es kann ja sein, dass das nicht gelingt. Es kann ja sein, dass der gar kein Mensch ist, sondern eben doch ein White Monster. Und dass er dann erst das Schwein frisst und hinterher uns. Ja, also das ist sozusagen das Risiko, das ist die Pointe, die man mit Enough daraus arbeiten kann. Anerkennungsprozesse sind riskant. Sie sind deswegen riskant, weil es eben darin um Identitäten geht. So, wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen auf unsere nicht so ganz so gefährlichen sozialen Verhältnisse, meistens zumindest, dann können wir sagen, dass wir uns in dem Geben von Anerkennen in solchen Verkennungsprozessen, weil wir nie sicher sein können, dass sozusagen das als Z, als dass wir uns gerne anerkannt wissen wollen, ob wir das tatsächlich erreichen. Also in diesem Geben von Anerkennen setzt man sich aus. Ja, Enough sagt, man gibt sich selbst. Ne? In der Gabe von Anerkennung, füge ich jetzt hinzu, geben wir uns selbst, wir setzen uns aus, wir setzen uns aufs Spiel. Und das kann ja auch bis zur sozialen Selbstentblößung gehen. Also wenn Sie sozusagen Eintritt in bestimmte soziale oder kulturelle Communities haben wollen, wenn Sie sozusagen dazugehören wollen, dann gibt es häufig bestimmte implizite oder explizite Aufnahmeriten oder sozusagen Aufnahmeakte. Sie müssen zeigen, dass sie sozusagen ein anerkennungswürdiges Subjekt sind. Sie müssen zeigen, dass sie dazugehören können, indem sie eben bestimmte Praktiken, Sprechakte, Kleidung, Gesten, was weiß ich, vollziehen. Und damit können sie sich aber natürlich gnadenlos blamieren. Ja, sie können sich sozusagen in dem Wunsch, wozu etwas dazu zu gehören, indem sie dann auch bestimmte Verhaltensweisen imitieren, können sie sich so daneben benehmen, dass sie sich wünschen würden, sie hätten es nie versucht. Also ich kenne solche Erfahrungen, manch einer vielleicht auch. Das heißt also, selbst in solchen eigentlich sozial sicheren Kontexten, in denen wir uns bewegen, kennen wir immer noch Reste von solchen Risiken. Anerkannt werden zu wollen, impliziert das Risiko, dass wir vollkommen scheitern, weil wir uns mit unserer Identität als Ganzes aussetzen und entblößen. Gut, und so könnte man also, wenn man das
jetzt zusammenfasst, was man mit Inner 4 lernen kann, könnte man eben sagen, in seinem Gabeverständnis, dass Gabe performative Akte sind, die auf ein solches Ereignis von Andersheit antworten. Das ist eine Weise, wie ich damit umgehe. In einem solchen Test gebe ich etwas. Weil ich aber immer stets mich selbst gebe, zumindest bis zu einem gewissen Grad, steht eben eine so verstandene Anerkennung immer unter dem Risiko auch des Selbstverlustes. Und dann wiederholt sich eben diese Struktur, die wir vorhin bei der Alterität schon einmal gefunden haben, dass wir nämlich Anerkennung geben müssen oder das Spiel, das Anerkennen spielen müssen, damit wir überhaupt sozial miteinander umgehen können, weil wir uns in irgendwelchen Identitäten immer ansprechen, als Kommilitonin, als Lehrender, wie auch immer. Wir können nicht sozusagen die Identität rausrechnen aus unseren sozialen Beziehungen, aber wie wir das tun und was wir sozusagen aufs Spiel stellen, das steht jeweils in unserer Hand. Gut, jetzt habe ich Sie schon sehr lange behelligt mit meinen Überlegungen. Ich hätte jetzt den letzten zusammenfassenden Punkt, wenn Sie noch 5 Minuten haben. Sonst können wir auch jetzt die Diskussion anschließen. Gut, dann werde ich das noch zu Ende formulieren. Es sind eben in 4 Punkten, glaube ich, auch im Wesentlichen resümierende Überlegungen. Verkennung, also so wäre die Überschrift hier, als soziales Band. Hannah Arendt formuliert in einer Rede eine Gefahr, die im Wunsch nach Anerkennung liegt und die wir schon angesprochen haben. Sie warnt vor der Verführung, ich gebe das Zitat auch eben hier rein, sie warnt vor der Verführung, by the great temptation of recognition, which in no matter what form can only recognize us as such and such, that is something which we fundamentally are not. Ja, also indem wir uns jeweils als etwas anerkennen, bekommen wir nur eine Anerkennung als etwas oder jemand, der wir eben gerade nicht sind. Und ich denke, das drückt sehr gut diese dreistellige Relation aus. Also, jede Anerkennung impliziert eine Verkennung im Horizont eines bestimmten Als, einer bestimmten Als-Struktur. Ne? Jede Stabilisierung einer Identität, so könnte man sagen, hat also ihre Kosten. Zu sagen, dass die Zuschneidung einer Identität als Antwort auf eine als Anerkennung als eingeforderte Geste nicht nur mit einer Gewährleistung der in dieser Anerkennung enthaltenen Wertschätzung, sondern auch mit einer Beschränkung meiner Autonomie auf eben diesen Aspekt einhergeht, bedeutet nicht, dass es deswegen neben dieser falschen, quasi existenzialistisch behaupteten Identitätszuschreibung noch irgendwo anders eine wahre gäbe, eine richtige. Ja? Die Intention, eben, wie ich das Ihnen vorgeschlagen habe, einen unversöhnten Anerkennungsbegriff zu skizzieren, hat zur Folge, und das ist nochmal eine Replik auf diese Honneth-Diskussion vorhin, hat zur Folge, dass man versucht, Authentizität überhaupt begrifflich zu unterlaufen oder zu vermeiden. Im Prozess des Anerkennens stehen vielmehr provisorische Identitäten anderen, aber ebenso provisorischen Identitäten gegenüber. Und ohne dass es für die Bevorzugung der einen vor der anderen Gründe gibt, zumindest keine letzten Gründe. Gründe mittlerer Reichweite gibt es immer, sozusagen, die aus unseren sozialen Praktiken entstehen. Es gibt Gründe, dass wir im akademischen Betrieb auf eine bestimmte Weise miteinander reden, bestimmte Redeformen sozusagen eingeübt haben. Die kann man immer sozusagen auch noch hinterfragen, klar. Und insofern gibt es dafür keine letzten Gründe. Aber es gibt Gründe mittlerer Reichweite, die sich sozusagen etabliert haben und die sich auch bewährt haben. Grundsätzlich aber gibt es weder kulturelle Substanzen, die das Versprechen auf bruchlose Darstellung einlösen würden, noch gibt es irgendwie ursprüngliche Herkunftsidentitäten zu bewahren. Das wäre gegen Taylor gesprochen. Welche dieser Optionen sich auch zum politischen Programm macht, es handelt sich bloß immer um Varianten fundamentalistischer Politik. Dann würde naheliegen, dass man auf den Begriff der Identität überhaupt ganz verzichtet. Hüte, Kappen oder Kopftücher zu tragen, ist zunächst genauso uninteressant und belanglos und bedeutungslos und unverfänglich wie das Tragen oder Nichttragen von Bärten. Es sei denn,
es wird identitätspolitisch eben zum Zeichen für etwas anderes gemacht. Anders als der klassische Liberalismus behauptet, in der politischen Theorie lässt sich Identität jedoch, so glaube ich, aus den Beschreibungen von politischen Konflikten nicht einfach hin verbannen. Denn auf eine prekäre Weise dienen, so würde ich vorschlagen, Prozesse des reziproken Anerkennens der Stärkung des sozialen Bandes. Und darauf kann in gewissem Maße keine Gesellschaft verzichten. Die Metapher des sozialen Bandes zielt darauf, dass hier kulturelle, kollektive Identitäten miteinander interagieren und die Gesellschaft gewissermaßen aus Prozessen des Anerkennens und dieser Interaktion besteht. Unter einem Begriff unversöhnter Anerkennung ist der Gedanke zu verstehen, dass in der Wechselbeziehung zwischen einander Anerkennenden zwar Identitäten konstruiert werden, sich diese Prozesse jedoch nicht mit einem Resultat einer vollständigen, authentischen oder eben autonomiegewährenden Identität abschließen lassen. Jede Anerkennung, so hatte sich gezeigt, ich fasse also jetzt nochmal zusammen, erstens, dass sie notwendigerweise einen Moment der Verkennung, Verzeihung, enthält. Die rekognitive Relation ist keine Beziehung der Unmittelbarkeit, sondern spielt sich in einem Anerkennungsmedium ab, in dessen jeweiligem normativen Horizont wir mit Rollen zu tun haben und Mustern und Sprechkontexten und Masken und so weiter, mit denen wir jeweils Identifizierungen vornehmen. Demgegenüber lässt sich weder als Herkunft, wie bei Charles Taylor, noch als Telos, wie bei Axel Honneth, eine Identität ausmachen, welche die normative Orientierung für Prozesse der Anerkennung übernehmen kann. Das heißt dann aber, wie gesagt, weder, dass Identitäten gar nicht existieren würden, noch, dass sich der Rekurs auf ihren Gebrauch einfach vermeiden ließe. Es bedeutet lediglich, dass die Furcht vor der Identität genauso wenig zwingend ist wie die Hoffnung auf eine gut begründete Identität. Der Grund dafür, dass Identitäten in Prozessen des Anerkennens fungieren, ist zweitens darin zu suchen, dass Erkennen mit Anerkennen Hand in Hand geht. Ich hatte bei Honneth darauf hingewiesen, dass das nicht alle so sehen. Anerkennungsbeziehungen sind also keine sekundären evaluativen Handlungen gegen irgendwie bereits vorgängig bekannten anderen, sondern in eins mit dem Erkennen als so und so anderen wird auch eine Anerkennung in einem normativen Horizont gesetzt. Oder anders gesagt, wird der oder die andere als diese oder jene anerkannt, geht damit eine bestimmte kognitive Fremd- und Weltdeutung einher. Nicht nur also Levinas hatte gesagt, die Ethik ist eine Optik, weil man den anderen immer in der ethischen Beziehung auf eine bestimmte Weise sieht. Und so könnte man hier sagen, nicht nur die Ethik, sondern auch die Anerkennung ist eine Optik, weil sie eine Wahrnehmungsweise impliziert. Aus genau diesem Grund ist Anerkennen in sozialen Beziehungen unausweichlich. Legt man zum Verständnis der Intersubjektivität eine Alteritätstheorie zugrunde, so ist auf der Ebene des Sozialen die Einordnung der radikalen Alterität in eine sozial konstruierte Andersheit unausweichlich. Der Double Bind oder die Ambivalenz von primärer und sekundärer Andersheit oder absoluter und sozialer Andersheit, also dass Andersheit immer nur als Überschuss über soziale Rollen zu fassen ist, führt dazu, dass eben auch Anerkennung nur als eine provisorische und vorübergehende Stillstellung eines im Prinzip unabschließbaren Prozesses zu verstehen ist. Und genauer gesagt, dieses obige Zitat aufgreifend, ist damit die verkennende Anerkennung eine Optik, die schielt. Ja, also man sieht nie sozusagen genau, wer jemand ist, sondern in der Optik ist sozusagen schon die Verkennung mit am Platz. Damit ist drittens das Risiko angesprochen, dass diesen Wechselwirkungen innewohnt. Denn jede gegebene Anerkennung ist eine Vorleistung, die im Vorgriff auf eine wechselseitige Identitätsgewähr verliehen wird, ohne dass diesem einseitigen Akt der Anerkennung die Garantie schon mitgegeben wäre, eine Gegenleistung überhaupt oder zumindest auch in der erwünschten Weise zu erhalten, was ich mit diesem White Monster Beispiel illustrieren wollte. Schließlich führt das viertens auf das Phänomen der Gabe, die sich als ein Prozess riskanter, aber obligatorischer Reziprozität interpretieren ließ. Wir müssen geben.
Im Gabecharakter der Anerkennung resümieren sich die drei genannten Aspekte der Verkennung, der Parallelität von Erkennen und Anerkennen und des Risikos zu einem agonalen Wechselspiel von Herausforderung und Antwort. Die von den Ethnologen untersuchten Gesellschaften zeichneten sich dadurch aus, dass Verbindlichkeit zwischen Gruppen durch einen agonalen Gabetausch hergestellt wird. Die einseitige Gabe ist zunächst eine riskante Geste, die ich dem anderen gebe, im Vorgriff auf sozusagen eine erhoffte, erwartete Gemeinsamkeit. Der Test d'Humanité, wie Enough diese antizipierende Gabe der Anerkennung nennt, impliziert dabei nicht ein Wissen um den anderen oder vollzieht die normative Bestätigung eines Erkenntnisaktes, sondern, so könnte man sagen, verkennt den anderen produktiv. Worin besteht die Verkennung genau? Indem ich eine Wette eingehe, der andere oder die andere sei eben ein Mensch und kein Tier zum Beispiel oder kein Ungeheuer. Als riskant erweist sich diese Gabe, weil man sich täuschen kann. Was der andere ist, steht nicht vor der Geste fest, die auf die Herausforderung antwortet, mit der andere auftreten. Das Erkennen des Was geht mit dem Anerkennen des Wer Hand in Hand. Die Bindung erweist sich konsequenterweise nicht als eine konsensuelle Übereinkunft, welche die Beteiligten ausgehandelt hätten, weil die Bindung erst die Voraussetzungen für Verhandlungen und Verständigungen schafft. Also wir erst sozusagen uns zu Subjekten machen, die anschließend dann natürlich irgendwelche Konsense besprechen können. Die Gabebeziehung erklärt demnach nicht, welche normative Ordnung einer anderen vorzuziehen wäre, sondern wie und warum überhaupt wir mit anderen gemeinsam existieren. Der Kampf um Anerkennung läuft, wenn man ihn also vor diesem Gabentauschprogramm versteht, nicht auf eine Versöhnung von Antagonismen hinaus, sondern versteht sich als eine Verbindung qua Differenz. Damit wären wir wieder am Anfang. Das in den gegebenen Gesten der Anerkennung gestiftete soziale Band bleibt stets gefährdet und hat mit Konflikten und Zerreißproben zu rechnen, die wir auf dieser Basis nicht allein lösen können. Vielen Dank für Ihre Geduld.